Jede Zelle hat eine Schwingungsbandbreite, die gesunde Funktionstüchtigkeit haben. Und wenn das diese Schwingung rauslöst, der irgendwie dann nicht mehr so schwingen kann, dann kann diesen Bereich des Wassers verformen, also anders in Form annehmen. Und das ist dann medizinisch übertragen, Entartung der Zellen, des Gewebes. Und das, wenn wir Wasser molekulare Ebene betrachten, jede Zellen bestehen über 99% aus Wasser. Und Blut ist es auch, also großen Teil das Wasser. Und unserem Gehirn, die unsere Gedanken und Hormonenhaushalt zuständig sind, das ist bis, also mindestens 92% aus Wasser. Also wenn wir das einfach diese Fakten erstmal überlegen, dass das Wasser im enormen Einfluss auf unseren nicht nur unsichtbaren Bereich, sondern auch sichtbaren körperlichen Gesundheit, Funktionsfähigkeit von unseren Organen und alle Körperteile, das hat einen Einfluss drauf. Das ist unglaublich schön, die Phänomene des Wassers zu betrachten und beobachten. Das ist so einfach, ist es eigentlich. Das ist wie ein Spiegel. Also Wasser zeigt wie Spiegel, was wirklich drin ist, wie ein Spiegel zurück. Wenn wir Spiegel schauen, dann sehen wir uns selbst. Natürlich erstmal äußerlich, wie wir aussehen. Und das zeigt das Wasser durch Wasserkristallfotografie, dass man spiegelt, aber was halt nicht normalerweise sichtbar ist, spiegelt sich zurück. Wir müssen von der Separatismus und um nur an sichtbaren Ebene zu schauen, wirklich verabschieden und Verbundenheit, also tatsächlichen Verbundenheit in allen Ebenen, nicht nur guten, aber auch in allen Geschehen auf der unserem ganzen Kosmos, auch wirklich Mitgefühl und auch Verantwortungsgefühl auch entwickeln, weil es ist so wichtig. Und wenn wir das Wasser mit diesem Bewusstsein betrachten und verstehen und würdigen versuchen, dann verstehen wir das Phänomene der Welt. Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo Sonnenschein, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist zu einer neuen Montagsfolge. Heute wieder montags mit mir Nadine von Hypersonic und heute auch mit einem ganz wundervollen Interviewgast. Und diese Podcast-Episode ist an Dr. Masaru Emoto gerichtet, der gestern seinen Todestag hatte. Am 17. Oktober 2014 hat er seinen physischen Körper verlassen und ist nach Hause gegangen. Und heute sprechen wir über sein Vermächtnis und ich ehre und schätze die Arbeit von Dr. Emoto sehr. In jedem Teacher-Training berichte ich davon und ja, deswegen habe ich heute eine absolute Expertin mit ins Boot geholt und ich möchte einmal eines von den vielen Worten, die ja zu dem Ableben von Dr. Emoto entstanden sind, einmal wiederholen. Und das sind Worte von Dr. Bruce Lipton. Und er hat sehr berührend gesagt: Ich wusste, dass ein wunderbarer Lichtstrahl auf unserem Planeten, der sich der Erhöhung des menschlichen Bewusstseins verschrieben hatte, für immer erloschen war. Dr. Emotos bahnbrechende Arbeit, die Botschaft des Wassers, war ein großartiges Beispiel dafür, dass ein Bild mehr als 1000 Worte sagt. Es ist eine bekannte Tatsache, dass unser Bewusstsein der Rolle der Gene übergeordnet ist, wenn es darum geht, die Beschaffenheit unseres Lebens zu formen.
Der Wissenschaftszweig der Epigenetik beschreibt, wie unsere Wahrnehmungen die Aktivität unserer Gene steuern. Ein positives Bewusstsein und positive Absichten sind für den Placebo-Effekt verantwortlich, da jede Krankheit heilen kann, wohingegen ein negatives Bewusstsein den Nocebo-Effekt fördert, der jede Krankheit auslösen, ja sogar den Tod herbeiführen kann. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, wie von der Quantenphysik verfochten, Bewusstsein fand die Erfahrung unseres Lebens. Und ich freue mich heute sehr, Akiko Stein hier im Interview zu haben. Akiko ist die Botschafterin des Wassers und des Friedens. Sie hat sich damals entschlossen, ihrem Herzen zu folgen, statt einen Beruf auszuüben. Dr. Emoto hat sie damals nach Tokio eingeladen und sie ist dieser Einladung gefolgt und ja, hat ganz, ganz viel von ihm lernen dürfen. Sie hat ihn persönlich kennengelernt, mit ihm zusammengearbeitet und hat dann unter anderem das von der UNO anerkannte Friedensprojekt Emoto Peace Project gegründet, was für die Dachländer hier Deutschland, Österreich, Schweiz gilt. Und während der Corona-Krise hat sie eine zweite Stiftung gegründet, die Omni Aqua Stiftung. Und damit hat sie sich einen großen Herzenswunsch erfüllt und das ist eine Stiftung, die sich der universellen Friedensbotschaft des Wassers widmet und ich verlinke euch alles zu Akiko Stein und zu den Projekten. Sie haben einen Kalender herausgebracht und auch da könnt ihr Akiko sehr, sehr gerne einmal kontaktieren. Sie freut sich da bestimmt sehr und was ich ganz, ganz toll finde, ist, und das werdet ihr auch in dem Interview hören, sie geht in Schulen, sie geht in Kindergärten, ganz viele ganz, ganz tolle Projekte, was so wichtig ist und ja, bringt das Wissen des Wassers und damit die Botschaft des, oder die Sprache des Lebens an schon junge Menschen, weil gibt sie weiter und es ist absolut großartig, diese Arbeit. Und ich kann euch von Herzen das Buch Die Botschaft des Wassers empfehlen. Es gibt eine Neuausgabe, die jetzt rausgekommen ist und so viele berührende Worte von so vielen ja, Menschen, die ihr namentlich zumindest kennt aus Film und Fernsehen, die ja auch Dr. Emoto sehr, sehr, sehr wertschätzen und seine Arbeit, das, was er geleistet hat. Und wir sprechen über ganz, ganz spannende Sachen. Ihr habt ja schon den Einspieler gehört. Wir sprechen natürlich über Dr. Masaru Emoto, über sein Vermächtnis, seine Arbeit. Wir sprechen darüber, was die Schwingung des Menschen mit Wasser zu tun hat und wie es auf Wasser wirkt, wenn uns bewusst ist, dass wir Minimum 70% Wasser sind und dass wir auf einem Wasserplaneten leben. Was hat das Ganze im Kollektiv und die Kraft des kollektiven menschlichen Bewusstseins damit zu tun? Wie verändert Angst das Wasser in unserem Körper? Und was ist die Verbindung damit zum Urvertrauen? Warum gibt es bestimmte Orte, die hochschwingender sind als andere? Und wie kann sich Wasser verändern? Wie wirkt Krankheit sich aus und zeigt sich über den Körper, über das Wasser? Wir sprechen unter anderem über die Zirbeldrüse und was die allerhöchste Schwingung des Universums ist und wie sie sich auf uns auswirkt. Liebe Akiko, vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast. Wir sind ja jetzt schon einige Monate in Kontakt und du weißt gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Interview jetzt freue, denn es ist für mich ein ganz besonderes Interview und deswegen heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen bei Heiter bis Sonic. Und ja, toll, vielen dass du Dank da bist. Für die Einladung und ich freue mich auch, dass es heute so jetzt geklappt hat. Ja. Dankeschön. Ja. Kannst du uns berichten, wer oder was war Masaru Emoto für ein Mensch? Weil du hast ihn ja kennengelernt, persönlich kennengelernt und all das mit ihm gearbeitet und. Ja, Dr. Masaru Emoto ist natürlich sehr vielfältiger Mensch. Er war natürlich auch Wasserforscher, aber auch jemand, der für die Heilarbeit mit Wasser und Information angewandt hat. Und das war sogar seine Hauptberuf oder Hauptbeschäftigung, bevor er mit dem Wasserkristallfotografie überhaupt auf der ganzen Welt bekannt geworden ist.
Er hat es Menschen geholfen für die Heilung. Und es war Ansatz von Wasser, Information und Schwingung. Und so konnte das auch Methode von der Wasserkristallfotografie auch überhaupt erfunden oder auch entwickelt worden. Und wie kamst du dazu, dass du ihn kennengelernt hast? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du dich dafür interessiert hast? Ja, das hängt sehr viel mit meinem persönlichen Lebensweg zusammen. Ich habe zwei Kinder und meine beide Kinder, besonders mein Sohn, war sehr krank direkt nach der Geburt. Und er hatte sehr viele Schwierigkeiten auf der Haut und das Kinderarzt damals schon direkt nach der 4, 5 Wochen sehr schlimme Neurodermitis diagnostiziert und dann man kann nichts machen. Ja, dann sehen sie einfach ein, dann werden sie Cortison einsetzen und dann ein paar Monate später oder ein paar Jahre wird das besser gehen und dann kommt der Asthma und also ich meine, viele Leute diese Szenarien kennen und ich konnte das einfach nicht zulassen. Und deswegen habe ich mit allen möglichen Ebenen der, ja, Hilfe gesucht und auch nicht nur tatsächlich medizinische Möglichkeiten, sondern auch ich habe damit angefangen, meine Inneren auch neu nochmal zu schauen, weil man sagt auch immer, für mich auch das ist immer so, wenn etwas in Erscheinung kommt, das hängt auch natürlich mit dem Innen, Außen, alles hängt zusammen. Und da habe ich viele, viele Bücher gelesen, viele Seminare, Workshops und verschiedenen Ausbildungs oder also einfach verschiedene Sachen ausprobiert und habe ich damals dann das Buch von ihm wieder entdeckt in meinem Buchschrank, die schon lag. Und da habe ich dazu zum mehrmals Mal das gelesen und dann für mich, das war so ein sehr besonderer Moment, dass ich dann plötzlich ganz einfach in Art und Weise gut abgeholt gefühlt habe und dass ich dann auch ansatzweise Antwort gesehen habe. Und ich habe daraufhin habe ich entschieden, ihm eine Brief zu schreiben und auch bedanken über sein Buch und überhaupt seine Arbeit und habe ich gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt eine Antwort oder auch überhaupt das Rückmeldung bekommen kann. Aber nächsten Tag klingelte schon Telefon und es war persönlich von ihm und dann erklärte mir, dass er auch fast genau gleichen Anlass hatte, überhaupt mit dem Wasser und Bewusstsein und Informationsschwingung angefangen hatte zu befassen und hat das spontan mich auch deswegen nach Tokio eingeladen, noch mehr zu kennenlernen oder zu lernen. Und es war für mich unerklärbar, aber ich habe sofort Ja gesagt und das paar Wochen später war ich schon im Flugzeug und so ging das plötzlich los mit meinem so Leben mit dem Wasser und der Reise mit inneren Wasser. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Okay. Da kriege ich richtig Tränchen in den Augen, ja, wenn du es erzählst, weil allein schon die Energie, die darüber kommt, ist sehr berührend. Und wie ging es weiter? Ja, das ging dann weiter. Das ist sehr überzeugt war und wurde gefragt, ob ich erstmal ein Friedensprojekt, die er in seinem Herzen sehr liegt, ob ich dann für den Raum in Europa, Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen möchte, auch aufbauen möchte. Und ich wusste nicht alles, wie ich regeln soll, aber meine Stimme hatte gesagt im Herzen, ja. Und ich hatte noch einen Beruf und normalen Angestellten. Aber
ich muss das machen und ich habe das ja gesagt und ich habe das alles gekündigt und habe ich losgelegt und eins nach dem anderen und nächstes Jahr kam auch das auch Möglichkeit oder auch überhaupt das Nachfrage, Kristallfotografie zu erlernen und diese Bereich auch zu übernehmen und dann auch Heilarbeit mit ein Gerät, wo er früher eingesetzt hat. Also so ging das weiter. Wow. Und für die, die jetzt Masaru Emoto überhaupt gar nicht kennen, die zum Beispiel bei mir in Ausbildung sind, die kennen ihn auf jeden Fall, aber es gibt ja auch genügend, die ihn noch nicht kennen. Was für eine Arbeit hat er genau gemacht, wenn du jetzt von Kristallfotografie und all das redest? Ja, Kristallfotografie, also ich habe so jetzt mal so kleine, das sind so Wasserkristallfotografie, da schaut das wie ein Schneeflocken aus. Er hat diese Methode entwickelt, dass es unsichtbare Informationen und auch Eigenschaften im Wasser gespeichert sind, die normalerweise für unseren Augen ja unsichtbar sind und gleich, weil Wasser ist ja immer transparent und geruchslos und neutral, also das ist nicht möglich. Aber durch seine Methode der Wasserkristallfotografie konnte er das unterschiedlichen Informationen im Wasser drin sind, sichtbar machen. Und ich glaube, das war eine sehr große Errungenschaft, natürlich für den spirituellen Bereich, aber mittlerweile auch für die Wissenschaft und Medizin. Ja, wow. Was für einen Einfluss haben denn Gedanken, Gebete, Worte auf Wasser und damit ja auch auf sämtliche Materie? Ja, natürlich, wenn wir einfach so sagen, Wasser kann auf alles reagieren, erstmal viele Leute vielleicht das möchten drüber lachen und schmunzeln, das kann doch nicht sein, dass warum das woher Wasser verschiedenen Sprache verstehen oder geschriebene Wörter verstehen oder auch Klänge oder Farbe, Bilder oder Gedanken. Aber ich möchte einfach mal kleine Beispiele auch jetzt erläutern, dass das alles, was ist, hat ja einzigartige Schwingungen. Das ist ja auch wirklich eine Quantenphysik, aber auch normalen Physik auch bekannt. Und wenn das Schwingung betrachtet, also Schwingung hat eine Wellenlänge, also Wellenform, das ist ja Frequenzen. Und wenn wir zum Beispiel, dass die Daten übertragen können, auch über Internet oder ganz einfache Beispiel ist Radio. Also diese Sender und Empfänger, dass man das, muss man gut gestimmt sein, dass man empfangen können, senden können und so weiter. Und das sind die Sprache der Schwingung, die Sprache der Frequenzen. Das ist ja nicht sichtbar, aber das ist da und deswegen funktioniert das auch mit den Radiosendungen. Und auf diese Ebene der Sprache, das ist die Sprache des Universums. Ich meine, Sprache, Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, das ist nur kodierte Sprache, aber Wort besteht ja auch Symbolen, Bedeutungen, auch des ursprünglichen Klänge. Also Wörter haben wirklich einen ursprünglichen Klang. Wenn wir zum Beispiel Humus, also Erde oder Homo sapiens oder sagen, das hat den gleichen Ursprung. Das hat mit dem Humus, Hum zu tun. Und was ist Hum? Hum heißt das auch eigentlich diese Humid, englischen Humid, das ist Wasser. Also das ist zum Beispiel Wasser, Hauptbestand des Menschen sind oder die Erde, das Wasserplaneten sind und das sind eigentlich Sprache, das ist nur kodiert, aber ursprünglich hatten bestimmte Ausschwingungsform als Frequenzenebene. Deswegen kann das Wasser auch darauf reagieren, nicht als oberflächlichen kodierte Sprache, aber was dahinter steckende Frequenzen des Wortes oder des geschriebene Texte.
Also so funktioniert das. Die Sprache des oder Kommunikation Wasser mit allen Dingen. Und vielleicht hat man somit auch Gefühl, dass man verstehen kann, wie das Wasser auf verschiedene Dinge reagiert. Und Masaru Emoto, das habe ich mir aufgeschrieben, der hat gerne ja immer wieder gesagt, wir Menschen sind Wasser, wissen jedoch nicht viel über das Wasser. Ja. Was genau hat er denn damit gemeint? Ja, das ist gemeint. Also wir betrachten natürlich das Wasser nicht unbedingt eine mysteriösen Substanz, dass das in unserem Alltag omnipräsent ist. Also wir trinken, wir kochen Kaffee damit, machen Tee und duschen wir und waschen wir unsere Hände. Trotzdem viele, viele Phänomene des Wassers, sogenannte Anomalien des Wassers, haben wir nicht verstanden. Also wir können heute, also moderne Wissenschaft kann noch nicht alles richtig erklären. Und damit hat er gemeint, wenn wir das zulassen, das Wasser vielleicht mit anderen Augen, mit einem anderen Bewusstsein betrachten, das Wasser vielleicht ganz anders hinschauen und dann auch Wasser hören und Wasser auch zum Wasser öffnen, dann öffnete auch unsere Tor und Tür zu dem Verstehen von uns selbst. Und das hat er gemeint, wenn wir Wasser mehr verstehen wollen, dann kommen wir mehr näher dazu, uns selbst, Menschen selbst zu verstehen. Unsere, ja, warum so sehr wir sind, wie wir sind, oder warum die Welt jetzt so ist, wie es ist. Wir können durch das Hinschauen spüren und das anders, ja, einfach zu dem Wasser öffnen. Das hilft uns, die alle diesen Sachen zu verstehen. Kannst du bitte noch mal beschreiben, was genau nimmt das Wasser auf? Für die, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Ja, Wasser nimmt, was in unsichtbar, aber in dem überall für den Sein und Werdens zuständig ist. Also warum kann eine Pflanze wachsen, vom Samen bis zum Blüte? Welche Information und welche Kodierung in Samen alles beinhaltet, oder warum kann eine Eizelle mit durch die Befruchtung ein Mensch entstehen und dann können wir wachsen? Oder warum können wir Emotionen fühlen und das auch empfinden, zum Beispiel, wenn wir miteinander gut verstehen und Freude empfinden, dann spüren wir etwas Warmes in uns am Herzen. Also, dass jeder weiß dieses Gefühl, aber das ist weder erklärbar noch sichtbar. Und das ist diese Phänomene hinter allen solchen Dingen steht, ist, dass die Kommunikation mit dem Wasser, also Wasser und Wasserstoff, ist im ganzen Welt und Universum meist vorhandenen Substanz. Das ist natürlich auch total gesicherte Fakten und wir sehen halt nicht immer, weil das Wasser unterschiedlichen Formen haben, also Aggregatsformen haben. Manchmal ist es flüssig, manchmal ist es gasförmig, manchmal ist es Eis und manchmal dazwischen geleeartig, was das auch jetzt ganz spannend für die neue Entdeckung ist und so weiter und so weiter. Und deswegen, Wasser nimmt für die unsichtbaren Welt, die aber für die Materialisation und auch physischen Dasein eigentlich Verantwortung trägt. Auf diese Ebene
schafft das Wasser. Und das glaube ich, das war Viktor Schauberger gesagt hat, Wasser ist formlose, formentragende Materie oder so ähnlich. Das heißt, Wasser gibt etwas Formen, aber Wasser an sich hat keine Form. Also das ist ja auch schon sichtbar, wenn du ein vom Behältnis zu den anderen Behältnis Wasser einschenkt, nimmt genau diese gegebenen Formen an. Also diese Anpassungsfähigkeiten des Wassers ist es auch von diesen Eigenschaften möglich. Und das ist nicht nur in flüssigen Formen so, sondern in anderen Formen auch genauso. Mega spannend. Emoto sagte ja auch, dass wenn es uns jetzt nicht gut geht und wir gehen zum Arzt, dann wird ganz viel das Blut gecheckt, aber das Wasser bzw. den pH-Wert ja gar nicht. Und wie du auch schon gesagt hast, uns umgibt ja Wasser überall. Es ist zwar nicht so bewusst da, aber ob das jetzt die Meere sind, die Flüsse, ob das auf der Toilette ist, also Nahrung trägt Wasser in sich. Alles, was wir aufnehmen an natürlicher Nahrung, muss man dazu sagen. Ja, trägt Wasser in sich und wirkt ja auch auf uns, ne? Ja. Was für Auswirkungen können die verschiedenen Wasserqualitäten auf uns oder auf unseren Körper haben oder auch auf die Umwelt haben? Ja, also manchmal gibt es solche Meinungen, die manche Wasser schon tot ist oder nicht mehr lebendig ist und dass das Wasser, gutes Wasser und schlechtes Wasser zu separieren. Also ich neige dazu, alle diesen Separatismus eigentlich nicht der richtige Weg ist, weil Wasser wandelt ständig unsichtbaren Ebene. Natürlich, es gibt die Heilquelle, zum Beispiel auch solche lebendige atheistischen Quellen, die ich auf jeden Fall auch vielen Leuten auch empfehlen würde, dann ab und zu diese Möglichkeit auch zu nehmen, weil wenn das eine atheistische Quelle durch eigenen Kraft von tief von dem Boden und mehreren Schichten des Gesteines als Filter genutzt, langsam Jahre für Jahre, manchmal mehrere hundert Jahre durch und langsam auf die Oberfläche steigt. Und dann zeigt sich zu uns, hier bin ich und kommt, nimmt und trinkt. Und das ist gut für alle. Aber dieses Wasser wird das zum Beispiel auch aufgenommen, getrunken, in uns eingenommen und dann auch die Ausscheidung und dann kommt das wieder raus aus uns und dann steigt wieder Atmosphäre und dann steigt das in den Himmel und dann werden Wolken und regnet irgendwann. Und dann dieses Regentropfen kann ja auch genau dort fallen, wo unglaublich von der Katastrophe der Umweltzerstörung gelitten ist oder gerade leidet, dann ist das Wasser natürlich, nimmt wieder diesen negativen Einfluss auf sich auf. Aber ist das Wasser dann plötzlich von der heiligen Quelle zu den schlechten Wasser gewandelt? Das glaube ich nicht, sondern gerade diesen Wandelkraft, ist das der göttliche Wasser oder das besondere Wasser. Deswegen gibt es auch keine totes und lebendiges Wasser, sondern Wasser ist immer lebendig. Das Zustand jeweiligen Wasser, was jetzt ist, wie es ist, ist unterschiedlich. Und das ist ein Parallel auch zu Menschen auch, zu den alle Lebendigen. Wenn wir nur bestimmten Sachen erkennen oder auch Bewusstsein entfalten und dann sind wir gute Menschen und andere Menschen sind schlecht, ist es nicht. Es ist immer wichtig, jeder hat seinen Weg und dann gibt es auch bestimmten auch Rhythmus und dann auch Entwicklungsstadien. Das heißt, diese Vorurteil Momentum, dass das einfach wie ein
Ultimatum zu sagen, das finde ich nicht schön. Und das ist auch, kann man von Wasser lernen. Wenn das verseuchtes Wasser durch unseren erhabenen Gedanken oder guten Impuls wieder besser machen können, wieder zu den positiven Eigenschaften wandeln können. Das besagt ja, dass es jeder Mensch immer auch Möglichkeiten, Chance hat. Das muss das selber öffnen, bereit sein, das anzunehmen oder auch zuzulassen. Und das ist der Parallelen, wie das Reise des Wassers gleicht wie das Reise des lebenden Menschen. Sehr, sehr spannend. Die Kristallfotografie zeigt ja sehr verschiedene Eiskristalle. Und ja. Kannst du diesen Ablauf mal in Kürze so beschreiben, wie das funktioniert, dass auf einmal wunderschöne Eiskristalle rauskommen und auf einmal weniger schöne oder gar okay. keine? Ja, also ich kann erstmal organisatorische Dinge kurz sagen, wie die Sachen überhaupt gemacht werden. Also die Proben nehme ich selbst oder manchmal auch geschickt von verschiedenen Stellen, vom Berg so und so oder Quelle von hier und das. Unterschiedlichen Probenwasser kommt zu mir und dieses Wasser werden erstmal auf der Petrischale tropfenweise vorbereitet. Und diese Wassertropfen auf der Petrischale werden in Gefrierschrank eingefroren und dauert dieser Gefrierprozess natürlich gewisse Zeit und bei der Untersuchung muss diese Untersuchungskammer auch sehr kalt sein, also ich friere einfach den Raum selbst auch ungefähr minus so 8, 9, minus 10 Grad. Da gehe ich mit den Mützen und Skijacken und Handschuhe und da rein. Und da steht in dem Raum eine Auflichtmikroskopie, die ungefähr bis 200-fach vergrößert werden kann. Und nehme ich Petrischale für Petrischale raus und schaue ich dann diese Tropfen dahin. Und dann sehe ich erstmal meistens einen Spitzen auf den Tropfen wie einen Berggipfel. Und das ist erstmal ganz spannend, diese Berggipfel zu finden, nur weil dort auf diesem Berggipfel kann eine Geburt stattfinden. Also nur dort an einer Stelle, auf dem spitzigen Berggipfel, kann das Leben des Kristalls entstehen. Und das entsteht nicht beim Gefrierprozess, sondern wieder vom Gefrorenen wieder zur Flüssigkeit zurück. Diesen Tau-Prozess kann das entstehen. Und dass man sieht, erstmal ein kleiner Punkt. Und wenn ich das warte, fängt an zu wachsen. Und das, dann gibt es eine Formation. Manche Kristall kann nicht schöne Form zeigen, und andere eben wunderschöne hexagone Struktur, wie das wirklich hier. Und dieser Prozess dauert ungefähr so 10, 20 Sekunden. Und das ist dieses ganze Leben von Geburt bis zum Tod des Wasserkristalls, weil danach werden diese Kristalle wieder flüssiges Wasser zurück. Und das ist auch spannend, genau diesen Prozess zu schauen, weil gibt es ja einen Höhepunkt, also Pracht, also schönste Momente. Und wenn du zu früh sagst, jetzt möchte ich fotografisch festhalten, dann hast du nicht das prachtvolle Momente festgehalten. Aber wenn du zu lange wartest, die Momente verpasst, dann kannst du nicht mehr rückgängig machen. Und das genau das gleicht meiner Meinung nach auch das menschliche Leben. Also das ist so wichtig. Alles hat Zeit und Raum und Zeitpunkt zusammen. Und
Für jeden ist der Zeitpunkt ist unterschiedlich. Aber wenn wir das Stimme des Herzens hören und man spürt irgendwie jetzt, nicht später, dann man muss das wirklich hingeben und alles geben. Und dann wird es meistens. Und wenn du dann zu lange wartest, dann hast du nicht hingeben können. Und dann ist es vorbei, wie das Wasserkristall. Dann wieder zurück zum Wassertropfen. Also Wasser wäre ein flüssiges Wassertropfen. Ja. Und was macht den Unterschied, ob ein Eiskristall wunderschön wird oder vielleicht erst gar nicht entsteht? Da sind ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Erstmal Qualität des Wassers, der auf verschiedenen Stufen bestimmt gibt. Erstmal auch chemische Qualitäten. Wenn das zu viele Mineralien in das Wasser schon ja, beinhaltet sind, das ist manchmal sehr schwierig, diese Kristallfotografie überhaupt durchzuführen. Und deswegen manchen Quellenwasser, die hohe Mineralienbestandteile haben, da mussten wir homöopathischen Potenz anwenden, dass diese von der Materie rauszukommen, aber Informationsebene zu stärken. Und das ist der eine. Und der andere ist natürlich auch Verschmutzung der Information im Wasser. Das hat nicht mit dem chemischen Reinheit nicht so wirklich zu tun. Und das ist eben, was man nicht normalerweise gemessen werden kann oder gesehen werden können. Diese Qualität des Information im Wasser. Und das ist eben, dann zeigt das Wasserkristallfotografie von 50 Petrischalen, 40 oder 45 Petrischalen überhaupt nicht zeigt oder überhaupt diese Berggipfel gar nicht bildet. Das sind auch so oft, dass überhaupt so weit kommt, dass diese Spitze überhaupt gebildet werden kann. Das sind Voraussetzungen für Entstehung des Lebens des Wasserkristalls, dass es überhaupt nicht so weit kommt. Das passiert auch, wenn das manchmal auch chemisch reines Wasser ist, also reines H2O und keine Verschmutzung, also messbare Verschmutzung oder Vergiftung, trotzdem, dass das gar nicht kristall gesehen werden kann, das passiert. Und dann wissen wir, dass etwas auf der Informationsebene nicht in Ordnung sein kann. Und bezogen jetzt darauf, dass wenn das Wasser oder das Eis, das kannst du mir jetzt gleich sagen, was da genau gemacht wird, bespielt wird eben mit Mantras, mit heiligen Worten, mit Heavy-Metal-Musik, Gebeten und so weiter. Ja. Wie wirkt das auf den Eiskristall? Also das ist unglaublich schön, die Phänomene des Wassers zu betrachten und beobachten. Das ist so einfach, ist es eigentlich. Das ist wie ein Spiegel. Also Wasser zeigt wie Spiegel, was wirklich drin ist, wie ein Spiegel zurück. Wenn wir Spiegel schauen, dann sehen wir uns selbst. Natürlich erstmal äußerlich, wie wir aussehen. Und das zeigt das Wasser durch Wasserkristallfotografie, dass man spiegelt, aber was halt nicht normalerweise sichtbar ist, spiegelt sich zurück. Also beides. Also zum Beispiel, wenn wir eine Blume zeigen, aus Bilder und das Wasserkristall davon machen, dann zeigt sich zum Beispiel eine Kristallform mit dem Blumenformation in der Mitte oder so. Also ich kann das ist auch beschrieben in dem Kinderbuch. Das ist ein sehr interessantes Beispiel. Ja, zum Beispiel, wenn wir Herz zeigen und das dann Kristall fotografiert haben, dann kommt oh, wow. Das ist zwar ein Hexagonenbilder, aber als Formation, als solches, erkennen wir diese Form des Herzes wieder. Total. Also das ist so lustig. Und dann
auf den Moment sagt, das hat nicht mit der Wissenschaft gar nichts zu tun, aber das ist genau der spannende Punkt. Also warum bildet sich plötzlich so? Dass das so ein Zufall sein kann, das ist viel geringer wissenschaftlich nachzuweisen, dass es reine Zufall ist, als das anderes Weg zu suchen, dass es etwas, einen Grund dahinter steckt. Und da gibt es mittlerweile wirklich eine viele, viele wissenschaftlichen Nachweise, dass auch das Impulse, die diese Sachen wirklich befürworten oder auch das stärken. Ich fand das so ein ganz tolles Beispiel auch, das mit dem Ganges in Indien. Ja. Der ja, also natürlich, je weiter wir nach oben in den Himalaya gehen, umso sauberer ist er. Und da kann man wirklich auch ins Wasser gehen und schwimmen und so weiter. Aber je südlicher man geht, wenn man jetzt zum Beispiel Varanasi nimmt, dann werden dort die Toten verbrannt und in den Ganges gegeben. Aber es werden natürlich auch ganz viele sehr heilige Rituale dort jeden Tag praktiziert, in Dankbarkeit und in Demut. Und dort wurden auch Wasserproben entnommen. Und man dachte, oh Gott, das wird bestimmt super, super dreckig und alles sein. Aber es hat sich was ganz anderes gezeigt, ne? Ja, das passierte auch sehr oft, dass es nicht nur mit Ganges, sondern an vielen Flüssen konnten wir das auch beobachten, dass das reine materiellen Ebene, das ist unmöglich ist. Das ist noch nicht mal wirklich von Sauberkeit oder Reinheit oder Hygiene sehr weit entfernt ist als Wasser. Dennoch auch die Informationsebene und unsichtbare Qualität als formgebende Kraft, die etwas ein Geist, der dann Form geben kann, auf dieser Ebene eine Schönheit innerträgt. Das zeigt Wasserkristall mit ganz einfachen Beispielen, mit voller Klarheit kann das gezeigt werden. Und das ist für uns auch sehr interessanten und zum Teil auch wichtige Anker. Absolut. Ja. Und wenn wir das jetzt mal rüber kopieren auf uns Menschen, die ja jetzt über 70% Wasser sind, also ja, in uns, auch wenn wir uns anfassen, das merken wir zwar nicht, aber in und durch uns durchfließt ganz viel Wasser sozusagen. Was hat das für Auswirkungen? Oder um das bewusst zu machen, diese ganzen Gedanken, die wir am Tag unbewusst hegen, ja. All das. Ja, also man sagt, wir sind selber nicht bewusst, wie viele kleine und große Entscheidungen wir tagtäglich im Leben treffen. Und das ist eine Entscheidung des zum Teil manchmal auch Unbewussten. Also man sagt, dass bis zu 9000 Entscheidungen, bevor wir aufstehen, bis wir ins Bett gehen, jeden Tag wir treffen. Und diese 9000 Entscheidungen formt, was das nächsten Moment passiert oder nächsten Tag wird, also oder wie wir uns fühlen, wenn wir uns ärgern und damit den Tag verderben lassen, oder wandeln wir diesen Wut oder Zorn natürlich dazu zu gestehen, das ist schon mal gut, das schauen, okay, was spüre ich da? Aber die Kraft der Wandlung des Wassers in uns anzuwenden und dann auch in die Guten wiederzukommen, in Frieden und Dankbarkeit und in Harmonie wieder selber zu ermächtigen, dass ich das so sein möchte, dass ich so bin, dann geschieht Wasser in uns diese Wandel. Und das hat unglaublichen Einfluss auf auch bis zum physischen Wohlergehen oder auch körperlichen Gesundheit. Wenn wir zum Beispiel Krebskranken oder Tumor, Beispiel, was eigentlich man jeder denkt, das hat mit dem Wasser in uns oder Gedanken nichts zu tun hat. Aber was zeigt zum Beispiel diese
MRI-Untersuchung des großen Röhren gehen und dann auch schauen, wie das Gewebe entartet ist und so weiter. Dieses Bild, was zeigt, wenn ein Arzt dem Patienten sagt, Sie haben eine entartete Zellen hier in diesem Bereich des Lungen oder Gehirn oder wo auch immer. Das zeigt eigentlich genau, dass Wasser in diesem Bereich nicht mehr kohärent schwingt. Also das ist basierte Diagnostik, MAI sagt, und das auch medizinische Nobelpreis für diese Technologie erhalten hat. Und dahinter steht eine Abkürzung Magnetic Resonance Imaging, also magnetischen Resonanzfeld Imaging, also als Darstellung, als Bild gezeigt werden kann. Also das sind die Diagnostik, die Medizin ständig angewandt wird, aber zeigt, das Bild ist eigentlich eine Wasser, die nicht mehr in dem Bereich harmonisch, kohärent mit einem anderen Milieu schwingt. Und wenn wir das zurückkommen zu dem, das, was wir am Anfang gesprochen haben, alles hat eigenen Schwingungsformen und funktionstüchtigen Bandbreite dieser Schwingungen. Und jede Organe, jede Zelle hat einen Schwingungsbandbreite, die gesunde Funktionstüchtigkeit haben. Und wenn das diese Schwingungs rausrützt, der irgendwie dann nicht mehr so schwingen kann, dann kann diesen Bereich des Wassers verformen, also anders in Form annehmen. Und das ist dann medizinisch übertragen Entartung der Zellen, des Gewebes. Und das, wenn wir Wasser molekularen Ebene betrachten, jede Zelle bestehen über 99% aus Wasser. Und Blut ist es auch, also großen Teil das Wasser. Und unser Gehirn, die unsere Gedanken und Hormonenhaushalt zuständig sind, das ist mindestens 92% aus Wasser. Also wenn wir das einfach, diese Fakten erstmal überlegen, dass das Wasser im enormen Einfluss auch unseren nicht nur unsichtbaren Bereich, sondern auch sichtbaren körperlichen Gesundheit, Funktionsfähigkeit von unseren Organen und alle Körperteile, das hat einen Einfluss drauf. Das heißt, wenn ich jetzt an irgendeiner Krankheit leide, ob das jetzt psychisch oder körperlich ist, völlig egal. Wie kann ich denn mein Wasser anderen Informationen oder wie kann ich andere Informationen in das Wasser, was in mir ist, bringen? Wie kann ich es verändern? Ja, das ist auch, wir haben sehr viele Untersuchungen durchgeführt und wir haben herausgefunden, dass das eine direkte Verlinkung gibt zwischen Emotionen, Gedanken und zu den Atomstoffen. Also das ist lustigerweise, wenn man so tibetischen Malaketten nimmt, das bestehen aus 108 Perlen. Und wenn das auch auf die Atomtabellen schauen, das ist auch eine sehr stabil erklärten Stoffen, 108 Stoffen. Und es gibt, und dann wir haben wirklich auf der Schwingungsebene feststellen können, welche Emotionen einen Link haben zu den welchen Atomen. Und konnte man das auch festhalten, damals 1990, 91, Irakkrieg damals aufgebrochen war, damals in Tokio jeden Tag, jede Woche das Wasserqualität des Informationen in das Fluss dort in Tokio gemessen, verglichen und dass das jetzt über Nacht, das war 17. Januar 91, damals diese Auseinandersetzung und Krieg dort aufgebrochen war, augenblicklich an dem Tag plötzlich, dass die Informationsqualität des
Tokioer Fluss deutlich bestimmten Stoffen dreifach, vierfach gestiegen war. Zum Beispiel Aluminium, Cadmium oder Blei. Dann hat man herausgefunden, die alle solche Materie, Stoffe eine Verlinkung haben zu unseren menschlichen Gefühlen, zum Beispiel wütend zu sein oder verzweifelt sein oder gereizt zu sein. Und dann kann man natürlich erstmal fast, das ist unglaublich, dass das dort auf der anderen Plätze der Erde los ist. Warum kann man dann im Wasser im Tokio-Fluss gemessen werden? Und aber wenn man dann überlegt, alles Schwingung ist und diese Information auf das Licht reagiert, also über das Licht auch aufgenommen und getragen werden. Und wir wissen ja, dass das, was das oder wie schnell das Lichtgeschwindigkeit eigentlich ist. Lichtgeschwindigkeit heißt mindestens 7-mal um den ganzen Globus herum in einer einzigen Sekunde. Und das ist auch, das liegt nahe, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dort ein Geschehen auf der Informationsebene überall vorhanden ist. Und sozusagen, wir müssen von der Separatismus und nur an sichtbaren Ebene zu schauen, wirklich verabschieden und Verbundenheit, also tatsächlichen Verbundenheit in allen Ebenen, nicht nur guten, aber auch in allen Geschehen auf unserem ganzen Kosmos, auch wirklich Mitgefühl und auch Verantwortungsgefühl auch entwickeln, weil es ist so wichtig. Und wenn wir das Wasser mit diesen Bewusstsein betrachten und verstehen und würdigen versuchen, dann verstehen wir das Phänomene der Welt. Also ich glaube, das hat da Dr. Masao Emoto auch das gemeint, was das etwas Verständnisse des Wasser zu den anderen Welt öffnen, also gemeint hat. Absolut. Jetzt sind wir ja im Kollektiv sehr stark mit Ängsten konfrontiert. Ja. Was macht das mit dem Wasser? Ja, also etwas, da vor etwas Angst zu haben, das ist erstmal von der Schwingungsebene eine sehr, sehr schwer, also langsam schwingende Eigenschaften. Das heißt, das kann sehr dominant werden in unserem Gedankensystem. Also was sichtbar ist, was sehr geprägt ist in unserer Welt oder vielen Menschen das haben und so, das ist meistens die Sachen, die das langsame Schwingung haben, weil das ist sehr präsent ist. Das ist als Materie vorhanden, als Gedanken spürbar. Und die Angst ist etwas, was meistens schon kennen und das immer wieder diesem Feld auch geraten. Und das ist so interessant, aber die Angst an der Gegenpol der gleichen Essenz steht auch bedingungslosen Bejahen, also Offenheit, Dankbarkeit, hingeben, Ja sagen, Vertrauen. Also diese Sachen ist ja, man sagt, das Gegenteil von Angst. Aber das ist etwas, was nicht komplett anders ist, sondern entweder man kann ein Gefäß mit Angst füllen oder mit anders füllen. Das heißt, wo Angst herrscht, kann andere Qualitäten nicht mehr reinkommen. Und deswegen, das fällt uns so schwer, diesen Leichtigkeit oder Urvertrauen wieder zurückzukommen. Das heißt, wir müssen mit der Angst erstmal auch konfrontiert sein. Weil wenn wir mit der Angst nicht wegdrücken, sondern wirklich hinschauen,
Hinschauen bedeutet auch wirklich auch sehen, auch mit den unsichtbaren Herzen spüren, dass das da ist. Was das registriert werden kann von uns, das macht uns bewusst. Was bewusst gemacht werden kann, kann verarbeitet, gewandelt werden. Und das heißt, das ist erster Schritt, mit unseren eigenen Ängsten auch kennenzulernen und zuzulassen und offen zu sein und hinschauen und nicht wegschauen. Und das ist der Beginn. Und dann können wir verschiedene Möglichkeiten geben, wie wir mit unseren Ängsten ja, eine Reise zur Wandel, zu dem Hingabe oder zum Urvertrauen, wieder eine Freude oder Dankbarkeit kommen können. Da möchte ich nicht darüber irgendwie verschiedene Sachen sagen, sondern jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten und gibt es verschiedene Wege, die zu diesem Bereich kommen kann. Mhm. Manche Sachen erstmal körperlichen Elastizität, Beweglichkeiten hinzukommen, unseren Gedanken Beweglichkeit oder manche können erst innen und dann zu dem Körper. Also es ist so viel, aber das ist, glaube ich, erstmal hinschauen ist wichtig, glaube ich. Da machst du ein Riesengeschenk an alle Schattenarbeiter sozusagen, die mit Shadowwork zu tun haben, denn es ist genau das, nicht weg von der Angst, sondern genau dorthin schauen und sie erstmal zulassen und zu schauen, ja, was ist denn da überhaupt? Ja. Um das wirklich dann auch transformieren zu können. Ja. Ja, wunderschön erklärt, ganz, ganz toll. Ich möchte nochmal auf das Thema Zirbeldrüse auch gehen, denn okay. Die Zirbeldrüse, die ist ja doch sehr oft auch oder verkalkt. Ich meine, sie war vor, weiß gar nicht wie vielen Jahren, aber waren es ja noch mehrere Zentimeter. Mittlerweile sind es nur noch wenige Millimeter und sie schrumpft eben immer mehr. Und man sagt ja so schön, das ist so das Zuhause der Intuition. Ja. Und ja, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir hoffentlich uns wieder mehr hinentwickeln zur Intuition. Aber eben, wir machen natürlich sehr viel im Alltag, auch sehr unbewusst, was die Zirbeldrüse eben verkalkt. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, da komme ich immer wieder zu den Parallelen des Wassers zurück. Wenn wir, ich meine, wir haben gesagt, 70% Körper, Wasser und so weiter. Und wenn wir die Erde, unsere Wasserplanet schauen, auch mit den 70% mit dem Meeres-Ozeanwasser bedeckt. Und das ist ja für uns eigentlich erstmal nicht trinkbares Wasser. Und ungefähr 2,5 bis 3% von unseren, also vorhandenen Wasser auf der Atmosphäre des der Erde ist Süßwasser. Und genau diesen Parallel ist es auch in uns, also 70% zwar Wasser und die einfach unseren Körper ausmachen, aber unserem Bewusstsein, wenn wir zum Beispiel wirklich zur Intuition und dann auch Weg zu der Entfaltung und Spiritualität auch sehr wichtig ist, unser Bewusstsein, die auch mit dem Zirbeldrüse in Kontakt steht, das ist ja diesen Gehirn, die nur 2,5 bis 3% aktiviert ist von der ganzen Wasser im Gehirn. Und wir wissen, dass wenn ein Baby auf die Welt kommt, dass das größten Zirbeldrüse haben. Und wenn je mehr wir erwachsener werden, somit auch das Kognition und Ratio und auch Intelligenz, wir glauben, dass Intelligenz von diesen rechte Hälfte von Gehirn mehr aktiviert werden, dann werden mit dem Wachstum des Menschen Zirbeldrüse verschrumpft. Das heißt, das ist so ein Paradox, wenn wir ein Wachsen körperlich
oder auch intellektuell. Wir glauben, wir werden immer kluger und schlauer und intelligenter. Aber eine tatsächliche Entwicklung und Entfaltung als Menschsein, die auch Intuition sagt, das Wort Intuition sagt Intuition, in Tune, also in Tune, das heißt in eine Stimmung, also richtig gestimmt zu sein. Und Nice. oder auch eine Entwicklung, entwickeln. Das heißt, was alles uns nicht gehört, diese Ballast, der ein Erwachsenen werden, was wir erfahren, wie manipulativ die alles manchmal ist, unsere Welt nicht so heil ist, wie wir das als Kind geglaubt haben, oder alle diese Dinge. Dass diese Sachen durch tatsächlichen Entwicklungsweg wieder entwickeln. Also diese ganzen, diese verwickelt zu sein, durch Intuition und dann auch innere Kind zu sein, wieder entwickeln und entfalten. Dann Zirbeldrüse trotz unsere körperlichen Wachstum und Zunahme des Intelligenz, weil das diese Interaktion zwischen links und rechts des Gehirns ja, einfach in Präsenz bleiben, also dass der Austausch ständig stattfinden kann, nicht mehr links oder rechts dominant werden, sondern ein ausgeglichener Mensch bleiben kann. Und dann kann das auch Schlumpfen von der Zirbeldrüse meiner Meinung nach auf jeden Fall verhindert werden. Was würdest du sagen, verkalkt die Zirbeldrüse am meisten? Wie meinst du, was in Zirbeldrüse? Was sozusagen, was uns daran hindert, sozusagen unsere Intuition mehr zu schulen, indem wir beispielsweise von WLAN bis Nagellackentferner, all das, was wir doch immer wieder ganz, weil es so natürlich mittlerweile gemacht wird, tagtäglich oft tun oder um uns haben und uns doch und dann unseren Körpern damit eben auch das Wasser, was in unserem Körper ist, beeinflusst. Ja, das hatte auch natürlich unglaublich viele Faktoren, die dazu führen könnte. Da können wir natürlich chemische Sachen auch mal nennen, weil das auch bekannt und dann auch nachgewiesen sind, bestimmten Chemikalien, auch die Substanzen in unserem Gehirn, die für die Aktivierung der manchen Hormonen zuständig ist, zerstören, zum Teil auch wirklich also vernichten oder auch vergiften kann. Und somit das auch nicht mehr überhaupt nicht aktiviert oder auch lebendig bleiben kann. Um auch Elektrizität oder auch elektronischen Strahlungen, die ja auch unsichtbar sind, aber auch eine magnetischen Wellen sind, die synthetisch hergestellt worden sind, die aber nicht in unseren lebendigen Organismen leider nicht in An Einklang stehen. Und deswegen unbewusst, wir können das nicht registrieren, aber unsere Körper, unsere Zelle, Intelligenz in unseren Zellen, also Wasser in uns, weiß das, dass es keine vertraute Wellenlänge ist. Somit das macht die Zellenwände zu. Und das heißt, da kann Zellen nicht mehr schwingen. Und somit das blockiert, dass das negativen Wellen eindringen, aber auch diese natürliche Austausch von guten Kommunikation der Informationen werden auch blockiert. Somit kann das Zell nicht mehr regeneriert oder erneuert werden. Und das ist auch natürlich, dass wir uns darüber bewusst machen. Natürlich, wir sind heutzutage sehr abhängig von diesen unsichtbaren elektrischen Wellen, damit wir zum Beispiel heute auch so Kommunikation treten können. Aber das ist
Das sind die eben die Wahl und Entscheidungen, die wir wirklich ein von 9000 jeden Tag treffen. Muss das eben wirklich jeden Tag mehrmals sein? Oder gibt es, also das sind die Waage. Und das ist auch die Momente, das Wasser oder diesen Entscheidungen als, ja, die zu den Quellen, zu den Schöpfungen eher genährt wird oder plötzlich das Wasser, der Weg der Qual fängt zu gehen. Diese Entscheidung können wir auch natürlich bewusst auch treffen, nicht nur unbewusst. Und je kleine Entscheidung, die bis jetzt uns unbewusst war, immer bewusster zu treffen, dann haben wir mehr Möglichkeit, oder wir ermächtigen uns selbst, mehr aktiver uns ja zu formen, also wie wir sind. Sehr, sehr spannend. Und ich habe noch so viele Fragen, aber ich möchte gar nicht mehr so viele stellen, weil, ja, ich glaube, wir könnten uns Stunden unterhalten darüber. Ja. Ich finde es ganz spannend, als du jetzt gesagt hast, mit diesem Intuition, ja, das Tune-in. Im Kundalini-Yoga sagen wir immer im Ja. Englischen Tune-in, also mit Om Ja. Namo Gurudev Namo. Und deswegen würde Ja. ich ganz gerne nochmal auf das Mantra-Thema kommen. Okay. Denn gerade, so wie ich es eben lehre, wir nutzen sehr viel eben die Gurumukhi-Mantras Okay. oder die Mantras aus dem Sanskrit beispielsweise. Und Musik ist ja ganz oft besonders berührend. Es führt uns direkt zurück ins Gefühl. Und mittlerweile immer mehr Therapien oder auch Therapiezentren, Kliniken arbeiten mit Musik, mit dem Klang beispielsweise oder eben auch ja, teilweise Schulen für Kinder, die vielleicht ein bisschen mehr Zuwendung brauchen, was auch immer das für Kliniken sind. Es wird uns immer bewusster, wie kraftvoll Musik und Klänge sein können und eben auch Mantras. Und ich erlebe das immer wieder. Wir haben, wenn ich auf Retreats bin, dann gebe ich um 5 Uhr morgens Sadhana. Das ist Okay. dann von 5 bis 7 Uhr meistens, wo wir sehr viele Mantras chanten. Und am Anfang ist erstmal so, oh, 5 Uhr aufstehen, also für allen, die neu sind. 5 Uhr aufstehen, oh mein Gott, nicht meine Zeit und so weiter. Und dann sitzen sie aber da so halb verschlafen. Das heißt, der Verstand schläft damit ja auch noch, das Kollektiv schläft im Normalfall. Und sie kommen sofort in Berührung mit etwas, was eine Ebene hat, die mit dem Verstand nicht erklärbar ist. Also Ja. mit dieser göttlichen Essenz, mit der kosmischen Essenz, es laufen in der Sadhana jedes Mal so viele Tränen, mal mehr, mal weniger natürlich, aber eben gerade bei diesen Mantras, und das ist ja, das sind Worte, wenn ich jetzt mal so eins aufsage, für die, die es nicht kennen, Ek Onkar oder Satnam, Waheguru, also so Wörter, wo du erstmal sagst, hä, was ist das? Ja, und trotzdem, wenn wir das immer in diese Wiederholung geben, also in die Japa-Meditation, in die Wiederholung, ist es so sehr berührend. Ich glaube, dass da natürlich das wirkt, dass in uns diesen Prozess mehreren, also sag mal, das ist nicht nur ein Wirkprozess. Musik an sich, weil wir Körper sind wirklich ein klingendes Musikinstrument, also das ist auch wirklich uns schon bekannt und nachgewiesen, dass unseren körperlichen Proportionen auch diese Fibonacci, das diesen Verhältnis auch entspricht. Also egal wie der Mensch unterschiedlich aussieht, die Proportion ist das ein göttlichen Proportion. Und das sollen wir uns auch bewusst machen und dass wir auch wirklich, dass uns auch selber auch das sagen und uns selber Körper und das auch so sind, wie wir sind, auch mal lieben. Das hilft erst und dann auch diese Klänge oder Oktaven, das sind ja auch natürlich diese direkt Zugang zu dem Schöpfungsprozess damit zu tun hat. Also warum zum Beispiel Sonnenblumen mit den Schauen sehen wir die Venusblumen formen.
Oder diese, wie sagt man, manche Gemüse, Tomaten rausschneiden oder Äpfel in der Mitte, dann sieht man Blumen, wie eine Blume des Lebensformen und so weiter. Das ist ja nicht ein Zufall, sondern da ist ja unsichtbare eine Ebene, die Wasser sehr beteiligt ist, mit den Schwingungen formgebenden Kraft zu tun. Und diese, sage ich mal, eine harmonische Schwingung, die mit den Oktaven natürlich auch sehr in Verbindung steht, in eine bestimmten Proportionen des Oktaven. Also Terz, Quint, Oktave und so weiter, die wohlklingenden Verhältnisse. Das kann das uns auch einen guten Impuls geben und somit auch unseren Wasser in uns wieder kohärenter schwingen bringen. Und die Mantra oder Musik, die wiederholt gesungen werden, das zusätzlich kommt das Wirkprozess dazu, dass das ein Ritual, das ist einen, dass man einfach Körper diese Sachen merkt. Das ist so wie ähnlich wie der Kind Fahrradfahren lernt, dass man das neue Programm in unserem fast Unterbewusstsein geschrieben wird. Weil Prozess ist mühsam, bis ein Kind Fahrrad fahren kann. Aber wenn ein Kind einmal Fahrrad gelernt hat, durch Wiederholung, mehrmal Übung, hinfallen, wieder aufstehen und probieren, plötzlich kann der fahren. Und dann ist das ein Programm, Fahrradfahren, in unserem fast Unterbewusstsein programmiert. Und deswegen kann dieses Kind nicht mehr nachdenken und dann kann das fahren. Genauso mit Autofahren oder auch, warum können wir auch Zähne putzen, ohne drüber nachzudenken. Und diese Prinzipien steckt auch in diesem Ritual des Wiederholung. Dass das erstmal mühsam klingt, dass das ein bisschen fremd ist, durch das Ritual und Wiederholung kommen wir diesen Bereich, dass es uns vertraut wird und einmal Unterbewusstsein merkt, das ist etwas Gutes. Und dann, wenn man das Unterbewusstsein einmal gemerkt hat und dann genau dieses Worte oder Laute oder Klänge oder Musik hört, kann direkt dort verbunden werden. Also dieser Effekt, dass man zum Beispiel eine bestimmte Musik, bestimmten Ereignis hervorbringen kann. Also das ist ja genau das gleiche Effekt. Und deswegen kann solche Ritual uns schon helfen, wieder zu dem inspirierenden Feld voller Intuition zu kommen, die wirklich normalerweise uns unbewusst sind. Und wieder Inspiration kommt auch Inspiration, in Spin, also in diese Spiralen zu sein, in Spin zu sein. Das ist das Inspirationsfeld. Und ja, das hilft uns und deswegen das funktioniert. Egal, ob wir das bestimmte Mantra verstehen oder nicht. Sehr, sehr, sehr spannend. Wie wichtig ist die Wasserqualität, die wir trinken? Ich persönlich, ich bin ja so ein Mega-Fan, ich will jetzt überhaupt keine Werbung machen, aber ich habe mal auch mit ein paar Menschen zusammengearbeitet, ganz früher, wo ich noch so, ich wollte unbedingt mal so einen Green Smoothie Foodtruck machen. Was ist Damals. das? Was ist Also Hut? diese Green Smoothies, also so ein Foodtruck, also wie so ein Van, der Green Smoothies verkauft. Also diese Okay, grünen Getränke und so weiter, so ach so, okay. Säfte und so weiter, frisch gepresst, ist sehr, sehr lange her. Aber dadurch war ich immer so ein bisschen in Kontakt mit einigen Menschen, die es ja gut ausgekannt haben. Und die haben mir damals das Lauretanerwasser empfohlen. Ach Und so. sie haben, also da habe ich mal auch die Info, ich weiß wirklich nicht, ob es stimmt und ich will da auch keine Angst einjagen oder so, aber dann hieß es, dass die Wasser, die man so in den klassischen Supermärkten kaufen könnte, dass die bestrahlt werden. Und damals wurde mir das Lauretanerwasser eben empfohlen. Und das trinke ich seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Und ich finde, also seitdem ich das trinke, mir schmeckt anderes Wasser sehr, also ist schwierig, dass mir das schmeckt, ja, weil es hat einen ganz anderen Geschmack. Und allein schon dieser Geschmack im Wasser, und dann, also,
Es ist ja eigentlich nur Wasser, in Anführungsstrichen. Genau. Aber es gibt solche Unterschiede. Oder man kann ja auch Wasserfilter kaufen, eben für die Wohnung und so weiter. Was Ja. empfiehlst du da oder worauf dürfen wir achten? Ja, also was du sagst, das verstehe ich sehr gut und glaube ich, diese Sensibilisierung, auch wirklich, dass auch da eine Öffnung, andere Öffnung zum Wasser zu erlauben und auch einfach uns zu, ja, dass uns auch das bewusst zu machen, das ist das wichtigste Schritt, als irgendwie bestimmten Wasser zu wählen. Also erstmal diese Zugang und Öffnung des Wasser spüren zu wollen. Also und unseren Sinnenorganen einschalten, unterschiedlichen Wasser zu vergleichen zu wollen und unseren auch Sinnenorganen als Sensor zu vertrauen, welches Wasser gerade mir gut tut. Das ist ein richtig und wichtiger Schritt wegen der Begegnung mit dem Wasser. Also wenn du gerade Lauretana-Wasser sprichst, kann ich sehr verstehen, weil das Lauretana-Wasser ist sehr leichtes Wasser. Die europäischen Gewässer, manchen sehr viel mit den verschiedenen Mineralien schon vorhanden sind. Das sind sehr leichte, mineralienarme Wasser, die sozusagen zum Einsteigen, zum Entschlacken und Entgiften ein sehr gutes Wasser sein kann. Aber das heißt nicht, dass man nur dieses Wasser trinkt und ich mache keine Gedanken mehr und das ist Thema abgeschlossen und löst. So einfach, glaube ich, sollte das auch nicht sein, sondern wirklich unterschiedlichen Wasser auch versuchen herauszufinden, weil das Wechsel auch gerade welche Phase wir sind. Also kommt es andere Beispiele, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du kennst, das St. Leonhards Quellenwasser, die ja auch eigentlich Gegensatz dazu relativ hohen Mineralienbestandteil haben, dennoch auch sehr gut zu manchen Phasen des Lebens oder Gefühlslage sehr geholfen werden können. Und sie haben auch interessante Messungen, welche Quellenwasser, welche Informationen da innen verbirgt, auch Verlinkung mit welchen Substanzen dahinter steckt und da auch verschiedenen Wasser ausprobieren und schauen, dieses Wasser schmeckt mir gerade ganz gut. Und 2 Monate später anderes Wasser. Und also einfach mal diese Offenheit zum Wasser. Das ist, glaube ich, das wichtige Schritt zu dem, ja, zu dem ganzheitlichen Weg mit dem Wasser, auch um gesund zu sein in uns. Ja, absolut. St. Leonhard, die haben ja auch so bestimmte Abfüllungen. Also es gibt zum Beispiel die, ich glaube, Vollmondabfüllung heißt ja. die. Ab und zu hole ich mir das nämlich mal. Ja, verschiedene, genau. Verschiedene Arten. Und das finde ich auch ganz, ganz toll, weil auch das schmeckt wieder ganz anders als ein anderes Wasser von Ihnen. Ja, und vor allem vom Vollmondabfüllung, Monat zu Monat, auch wenn das gleich so genannt sind, das ist ja auch unterschiedlich. Ja. Und das ist auch unglaublich, aber ich habe das auch wirklich selber erlebt, weil ich das auch also regelmäßig auch dieses Wasser analysiere im Hintergrund und dass je nach welche Vollmondabfüllung das war und ist, zeigt sich auch andere Formation und das ist für mich auch unglaublich spannend. Absolut. Und was würdest du sagen, was ist die Hauptbotschaft von Dr. Masaru Emoto? Dr. Masaru Emotos Hauptbotschaft ist letztendlich Wasser umfassend und ganzheitlich verstehen führt zum Frieden in uns und auf der Welt. Und dass das letztendlich gegen Ende von seiner Forschung und seiner Arbeit wichtigste und einfachen Botschaft
jenseits von allen Grenzen oder Religionen oder auch Kultur wichtige Botschaft war. Und deswegen ist diese Kinderfriedensprojekt entstanden, die ganz zum Schluss ins Leben gerufen hat, dass er Großvater geworden war und dass das jahrelang Wasserforschung und Erkenntnisse letztendlich sehr Sorgen bekam, wie die Welt einfach so weitergehen kann. Und es kann sein, dass er einfach eher ein Leben als Mensch irgendwann stirbt und dann sieht man nicht mehr und das spürt er nicht mehr und muss ja nicht damit befassen, aber dennoch seine Kinder und Enkelkinder und viele Kinder der ganzen Welt, die noch kommen werden, damit konfrontiert sein mit den ganzen Problematik, die auf der Erde beherrscht, also herrscht und immer wieder ja so etwas meiner Meinung nach sehr merkwürdiger wird und deswegen Öffnung zum Wasser ganz wichtig ist und deswegen für mich auch wirklich eine wichtigste Arbeit als Lebenswerk und Erbe von Dr. Masaru Emoto, diese Friedensarbeit mit dem Botschaft des Wasser zu verbinden und Brücke zu schlagen und genau diese Botschaft des Friedens zu den Kindern zu bringen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was ist dann deine Hauptbotschaft? Weil du hast ja das Friedensprojekt und du machst das jetzt ja auch schon viele Jahre und du hast jetzt das auch schon ein bisschen beantwortet. Wie könnten wir dich damit unterstützen? Ah, also unterstützt, ja, sehr gerne. Also mittlerweile ist es eine gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung gegründet worden, auch eben verschiedenen Ebenen dieses Projekt auch vielleicht unterstützen erhalten können. Gemeinnützige Organisation oder Privatperson auch als Spendenbasis wirklich auch Nachweis haben können. Und jeder kann helfen, indem zum Beispiel in dem kinderpädagogischen Bereich tätig ist. Es einfach in kleinem Kindergarten oder im Ort eine Initiative zu öffnen und uns Kontakt aufnehmen und so einen Workshop zu organisieren zum Beispiel, dann kann ich mit diesem Kinderhefte kommen, zwar ohne Kosten und jeder erhält Workshop. Inhalt der Botschaft des Kinder, des Botschaft des Friedens wird das auch im Unterricht integriert werden und vermittelt und somit das Kinder ein Angebot hat oder auch Zugang hat, wie er weiter erwachsener werden möchte. Und ich glaube, dieser Zugang, die Kinder erhalten haben, das ist dann nicht mehr so wichtig, was er später oder sie ausübt, ob das ein Arzt ist, ob das ein Musiker ist oder ein Therapeut ist oder Anwalt ist. Es kann überall in jedem Segment einen gütiger und weniger gütiger Person geben, aber die wirklich diesen Essenz begriffen haben, verstanden haben, dass nicht nur mit einem bestimmten Bereich der Welt, sondern mit uns, mit der ganzen Welt zu tun hat, dann in der Berufsausübung werden sie sicherlich anders denken und anders handeln. Und das ist das wirklich für mich eine Hoffnung, die wirklich sehr präsent ist, sehr groß ist. Das zeigt nicht sofort, aber das ist genauso wie der Schöpfung, bis zum Keimung, das ist auch unsichtbar, aber wenn das Keimung stattfindet, dann kann kein Mensch auch abhalten. Also man muss natürlich auch pflegen, schauen, aber dann, das hat aufgebrochen. Und dann, ich glaube an diesen Kraft.
Und deswegen für mich das wichtig, zu den Kindern diese Botschaft das zu bringen. So, so toll. Also ein Aufruf an alle Lehrer und Genau. Kindergarten. Auch im Kindergarten geht das auch? Ja, genau. Das, Ja, schön. ich besuche auch Kindergarten, also Kinder von 3 Jahren bis Ende des Grundschule. Das ist sozusagen auch Hauptziel für die Kinderprojekt. Und da komme ich überall hin, natürlich Österreich, Schweiz, Deutschland, aber auch schon war ich in Italien, in Spanien, Slowenien gewesen. Und deswegen, trotz jetzt schwierigen Auflage, momentanen Bedingungen durch diesen Corona-Sachen, aber ich finde das einfach, man kann auch einfach tun. Und das ist auch wichtig, dass man wirklich selbst denken und dann handeln. Ja, Ja. wunderschön. Ich hoffe, dass ganz viele Anfragen für dich reinkommen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, den wir einschlagen dürfen. Ich habe zwei allerletzte Fragen. Die erste wäre, was ist in deinen Augen die höchste Schwingung, die wir haben an Energie? Ja, die höchste Schwingung, die wir uns verankern können, ist da auch das omnipräsenteste Schwingung oder auch wichtigste Schwingung für unseren Leben, die erfüllt zu sein, glücklich zu sein, Harmonie zu sein und so weiter. Und das ist die Schwingung der Liebe und Dankbarkeit. Und ich habe das vergessen vorher zu erwähnen, aber in der Schwingungsforschung der Informationsebene haben wir das auch feststellen können, diese Schwingungsformen der Kombination der Liebe und Dankbarkeit ist, dass die eine erhabenste, eine komplexste und schönste Formation als Kristall auch uns gezeigt und auf diese tatsächlichen gesundheitlichen, medizinischen Ebene, das ist die Schwingung unserer Abwehrsystem. Das heißt, wenn tatsächlich in unserem Herzen Liebe und Dankbarkeit füllen können, sozusagen, wenn wir eine Becher geben kann in unserem Herzen, in diesem Herzen mit dem lieben Dankbarkeit immer mehr füllen können, dann haben wir unendlich starke Immunsystem also aktiviert. Ja, das ist ja sozusagen, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, je mehr ich in meiner Mitte bin, je mehr ich in meiner Kraft bin und eben dadurch eben auch mit der Liebe verbunden und mit der Dankbarkeit verbunden, desto kraftvoller ist meine eigene Heilenergie oder desto weniger kann mir ein niedrig schwingender Virus etwas oder was auch immer Natürlich. da noch unterwegs ist. Das ist richtig. Ja. Und Dr. Emoto hat auch immer wieder immer gesagt, in Verbindung zu diesen Liebe- und Dankbarkeitsschwingungen. Und das ist auch so parallel zu dem Wasser H2O, also zweimal Wasserstoff und einmal Sauerstoff. Also Sauerstoff ist etwas, was also blend. Also das ist eine blendende Energie, also Sauerstoff. Und das ist er hatte gesagt, das ist die Energie und Kraft der Liebe, also Liebe, die entfachen kann und brennen kann und einfach hingeben kann und will. Und das ist zum Beispiel eins in uns verankern können, dann, das können wir auch zweimal Dankbarkeit, also wie eine Wasserstoff, der Empfangende. Also dieser Wasserstoff, das Wasser nimmt und in uns nehmen. Also diese weibliche eher. Das ist die Schwingung der Dankbarkeit. Und wenn diese Kombination der Gebende und Nehmende, Lieben und Danken 1:2 in uns verankern können, und das ist der optimale, sag ich mal, Basis, die
Immunsystem unglaublich gut funktioniert und das Bewusstsein auch mehr entfalten und entwickeln können und auch mit den Verbundenheit mit allem möglich ist, weil wenn du ein Liebe etwas mit anderen teilst, es sei denn unserem Gespräch, das ist auch Hingabe, dass viele Menschen von unserer Botschaft auch inspiriert werden können, zu den gewissen ja, Kenntnissen kommen können oder ja, gute Energie spüren können, dann diese Menschen durch unsere Hingabe der Liebe gebenden Energie entsteht Dankbarkeit für die Leute, die vielleicht später zuhören. Und das entsteht in diesen Personen zwei. Die Dankbarkeit, die man selber behalten kann, und die Dankbarkeit zu den nächsten neue Liebe umwandeln kann. Und diese dritte Person, dieser unseren, sag ich mal, diese Gespräch hören, zu dem weiter erzählen oder weiter anderen Menschen inspirieren, ermutigen und was auch immer. Das heißt, Wandel von der Dankbarkeit zu der neue Liebe. Die neue Liebe kann wieder stiften und so des endlosen Reaktion, somit können wir auch so Friedensarbeit vorstellen. Und wenn man diese Geschwindigkeit geht, das dauert noch nicht mal 3 Tage, wie wir wirklich alle Menschen auf der ganzen Welt eigentlich erreichen können, wenn wir nur 3 Menschen jeden Tag etwas teilen und diese 3 Menschen auch weitermachen. Es dauert wenige Tage, bis wir wirklich alle Menschen erreicht sind und eigentlich nicht so weit entfernt von dem, was wir unmöglich vorstellen. Ja, absolut. Es ist nur so lange unmöglich, bis man es für möglich hält, ne? Richtig. Meine letzte Frage, ich finde, das ist eine wunderschöne Vision. Meine letzte Frage ist, wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir für die Welt wünschen, was du willst, was wäre das? Oh, ich wünsche mir, dass das Gefühl in jedem Mensch geöffnet und entfacht werden kann, dass das jeder auf die Welt gekommen ist, stets getragen und geliebt ist, bis diesen Moment, dass jeder diese Sachen selber erfährt und erlebt hat, dass klingt so fremd und so entfernt. Es war bei mir auch so. Aber ich habe dieses Gefühl erleben und spüren dürfen. Und an diesem Moment an, es ist auch mein Wunsch für alle Menschen auf der ganzen Welt geworden, dass diese Erlebnisse oder auch Gefühl, dass das jeden Mensch vielleicht geschenkt werden kann oder gegeben werden kann, dann ist die Welt augenblicklich ganz anders. Wunder. Eins würde mich noch interessieren, brennend interessieren. Was konntest du mitnehmen aus der damaligen Erfahrung mit deinem Sohn? Man weiß hinterher, warum geschieht etwas. Und das war für mich ohne diesen, das ist auch leidvoller Weg, natürlich damals zu gewesen, aber ohne diese Problem oder Kummer und diese Phase meines Lebens gibt es absolut nicht, dass der auch Motivation auch nicht für mich, das zu geworden bin, was ich jetzt gerade bin. Und deswegen, das ist immer, man weiß immer hinterher und deswegen, das ist schlauer, dass man statt jammern schon voraus zu bedanken. Absolut. Oh, das ist auch ganz toll. Ja, Ja, mega. Vielen Dank. ja.
Ja, das ist so wichtig, dass das auch wirklich immer zu verstehen. Es ist Teil des Lebens und führt uns zur Transformation. Ja, genau. Darum, dass auch mit dem Corona-Sache, das ist auch natürlich sehr viele Spaltungssachen und deswegen, man kann auch nicht verblenden, aber dennoch, es gibt andere Hälfte, die uns unglaublich auch uns herausfordern und das Momente des vielleicht das eher Richtung der Quelle auch Quanten springen können oder auch weiterhin noch mehr zerstören und vernichten wollen. Das liegt wirklich jeden Tag, jeden Sekunden, diese 9000 Entscheidungen von jedem Menschen, jeden Tag auch unglaublich abhängt. Ja, absolut. Da sagst du noch was Wichtiges. Wunderschöne Abschlussworte. Ja. Akiko, ich danke dir so, so sehr. Ich habe immer noch ganz viele andere Fragen, aber ich glaube, für das Erste reicht das und man kann ganz viel Tolles auch rausziehen und sich einmal auch bewusst machen, wie wertvoll Wasser ist und alles, was dazu gehört. Und ja, da gibt es noch so viel mehr eben. Und ja, ich danke dir sehr und ich werde alles von dir verlinken, auch dein Friedensprojekt und so weiter. Das Buch werde ich verlinken in den Shownotes und ja, ich vielen wünsche Dank. Dir ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen von klein bis groß eben auch für die Zukunft und dass du noch ganz viel erreichen wirst mit deinen Worten. Ja, vielen Dank. Wunderschönen Energie. Ja, danke auch, dass du das tust und das ist auch sehr interessant, wie wir so begegnen. Wir wussten selbst miteinander auch nicht, dass du das tust, dass du dort bist, dass du da bist und dass ich da bin, dass ich dies und jenes mache. Und das ist immer schön, dass man durch eine verbunden sein, vernetzt werden, das ist viel mehr entsteht, 1+1 immer in der Bewusstseinsebene viel mehr als die Summe von diesen Sachen. Immer so ist, ja. Und daher danke ich dir auch deine Impulse, auch dein Tun und vielen Dank für dieses Gespräch. Wie Akiko jetzt sagen würde, in allem, was lebendig ist, ist Wasser enthalten. Deswegen ist es auch so wichtig, die verschiedenen Ebenen und Dimensionen zu betrachten und zu verstehen. Und ja, ein Aufruf an alle Mamis, Schulleiter und Lehrer und Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Gärtner. Ladet Akiko ein und gebt dieses Wissen schon an eure Kinder weiter. Ich finde es bewundernswert, dass sie diese Arbeit macht, auch wie sie sie tut. Ich finde die Stiftung ganz, ganz großartig und ich werde alles in den Shownotes verlinken und bin zutiefst dankbar, dass Akiko sich für das Interview bereit erklärt hat. Das ist nicht selbstverständlich und nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Energie und als Themenüberschrift Musik als Medizin. Und es ist ein ganz großartiges Interview. Wir reisen nach Costa Rica zu Deva Primal und Mieten. Und jetzt wünsche ich dir einen großartigen Tag, einen großartigen Abend und eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen und alles, alles Liebe, deine Nadine.